Müssen wir uns also alle, wenn der gleich kommt, in den Speisewagen setzen. Und wer der zuerst drin ist, hält 11 Plätze frei. Na, bin ich ja gespannt. Ja? Weil da wird nichts reserviert. Also wir müssen uns vielleicht auf den Bahnsteig verteilen, da wo jeweils der Speisewagen halten könnte und dann stürzen wir rein, bitte das festzuhalten. Und wenn hier einer nicht parken will, dann soll er sein Auto noch wegfahren. Oder zerlegen. Und bei den anderen im Kofferraum verteilen. Oder das, ja. Hunger hast, dann musst du an den Fernseher denken und davon wird dir das Fenster satt. Weil zu Hause wirst du auch immer satt, wenn du Fernsehen guckst. Verpassen wir uns Reisen dann. Aber wann kommt die denn? Falsch. Musst du mal gucken, ob die das rote Schild, wo nicht einsteigen steht, ob die da irgendwann mal ein anderes Schild machen. Wo vielleicht Arzt drauf steht. Wo kommt denn noch die Musik her? Hier noch Ausstellungswagen. André, ja? Der Heizer kommt. Vorne. Ja.
Ich brauche eine halbe Stunde zum Rangieren. Ich habe gefragt, wo können wir denn hier fahren? Halbe Stunde geht nicht, weil. Achso, halbe Stunde. Den hört das aber nicht. Ich habe 11 Minuten. Wenn geschlossen ist, dann das ist geschlossen. Wird bestimmt keiner kommen und Dorf abholen. Das kann ich mir wohl nicht vorstellen. Oh jo! Regine! Ich habe leider keinen Anhänger gehabt, du bist da vorne dran. Bist du gelebt, ey! Das muss ja ein Bild geben. Hier du hier so hoppel über die Schienen. Luft rauslassen. Ab! Schläuche ab und... Das ist bestimmt Schlauch. Ich glaube, das ist ein bisschen breiter, oder? Die hannoverschen Straßenbahnschienen passen. Wuff! Kocht die jetzt? Sogar. Fahrt im Nebel. Ja, innen drinne. Wo warst du heute? Warst du in der Lok? Nee, in der Sauna. Aber oh, wahrscheinlich Rauchen verboten, Umweltbelastung. Das ist ja auch nur Wasserdampf, nicht? Ach so. Ach so. Wenn du bedenkst, dass sie in der Zone damit noch richtig umherfahren mit Dampfloks, ne? In Sony Flat? In Sony Flat, ja. In Sony Flat. In Dunkeldeutschland. In Lummerland. In Lummerland. In Dunkeldeutschland. Gibt's eben. Bei den Ostroten. Ich hab noch Ostroten. Ich hab mal so viele Ideen, ey. Aber nächstes Jahr muss man auch noch. Bei den Ostroten. Ja, es wird so viel Begeisterung mit aus Band kommen, dass hier in einiger Sätze allein nicht mehr. Drei am Huhn. Der gestresste Andreas, jawohl. Drei am Huhn. Ich hab drei am Huhn. Ich glaube, die Meute wieder mal wirft. Du musst mal dabei sein. Hallo, Pia. Ja, dann machen sie die Kürze. Hallo. Da geht's so. Na, meine Süße. Das geht so weit, dass ich mit dem Porto im Busch noch halte. Aber halt. Gib Gas, 30.09. ist Wüstenroter. Den Bürgermeister verbrannt. Das wird doch auch angeblasen. Jetzt gibt es aber richtig Stoff, was noch nie vorhin leise war. Hier geht jetzt richtig ab. Wir sind alle draußen. Haben wir schon wieder Bundesbahnverspätung? Ja. Alles klar. Ich Gleich saugt er sich das Auge mit raus.
Geist. Ja, Micky, ich halte das alles fest. Mach mal den Deckenleuchter aus. Jawohl, die Deckenleuchter aus. Sehr gerne. Ich hab das gesehen eben da. Ja, edel. Und das schon toll. Ich hab gesagt, du bist mit dem neuen Liebling, den Preisen informiert. Ich hat sich schön geärgert. Tja. 6000 Mark im Sand gesetzt. Sehr schön. Sag doch.